Jetzt kommt sie, die Mobilität der Zukunft für junge Leute. Gerade auf dem Land wird sie das Leben nachhaltig verändern. Ja, vielleicht, dass mehr Busse fahren, dass es billiger wird oder so für die Jugendlichen. Die Freien Wähler haben die Lösung. Weil wir natürlich das Ohr auch mit an unseren Bürgerinnen und Bürgern haben. Und die Lösung lautet mehr Autofahren. Das habe ich mir fast gedacht. Im Koalitionsvertrag von Freien Wählern und CSU steht: Wir setzen uns dafür ein, dass in besonderen Ausnahmefällen eine Fahrerlaubnis der Klasse B ab 16 erteilt werden kann. Mit 16 ganz allein mit dem Auto zur Schule oder zur Arbeit. Das müsste Fahrlehrer wie Gerrit Bartel doch entzücken. Ich glaube, die sind noch nicht alle reif genug dazu. Noch nicht reif genug? Tatsächlich denken viele Fahrlehrer wie Gerrit Bartel und raten dringend davon ab, Jugendliche noch früher ans Steuer zu lassen. Denn schon jetzt rasseln fast 40% der bayerischen Fahrschüler durch die Theorieprüfung. Tendenz steigend. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, es sind alles faule Schweine, wenn es um die Theorie geht. Ja, das können Sie ruhig bringen, faule Schweine. In der Theorie eine Durchfallquote von 35%, was wir hier haben, das geht doch auf keine Kuhhaut. Aber gerade junge Leute auf dem Land, denen würde ein Auto doch schon helfen. Es gibt auch andere Möglichkeiten der Mobilität. Das ist zum Beispiel der Führerschein der Klasse AM. Das sind diese Roller, 50 Kubik, 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Wir halten fest, man kann mit 16 schon fahren. So wie Lisa Schmidt auf dem Weg zur Fahrschule mit... Was ist denn das? Das sieht zwar aus wie ein Auto, ist offiziell aber keins. Weil ich eben mit 15 geschaut habe, was es so für Möglichkeiten gibt, dass man eben schon, bevor man 18 ist, Auto fahren kann. Und da bin ich auf den Elenator gestoßen. Der Elenator läuft maximal 90 Stundenkilometer schnell. Und die Hinterräder haben einen kleinen Abstand. Wenzel Ellenrieder hat es erfunden, dieses Auto. Es ist kein Auto nicht mehr. Schaut aus wie ein Auto, das ist richtig. Aber laut Gesetz ist es ein L5E-Fahrzeug, ein dreirädiges Leichtkraftfahrzeug. Den ersten Fiat hat der Allgäuer für seinen Sohn umgebaut, weil ihm das Fahren mit Roller oder Mofa zu gefährlich war. Mit dem nötigen Kleingeld kann also heute schon jeder 16-Jährige ohne Bus und Bahn mobil sein. Wofür aber dann der Führerschein ab 16? Wenn jemand mit dem Roller zur Arbeit fährt, also, oder mit einem umgebauten Fiat, der dann ein Dreirad ist, ist er auch Verkehrsteilnehmer. Muss sich auch als Verkehrsteilnehmer ganz normal an die Verkehrsregeln halten. Und wenn er das kann, dann kann er eigentlich auch mit dem Auto fahren. Ist das wirklich so egal? Der Elenator ist immerhin gedrosselt auf 20 PS. Wenn ich dran denke, wenn ich 16, 17 Jahre war und mein Papa hätte Auto gehabt mit 150 PS, dann hätte ich schon einlassen, dass es pfeift. Ja, aber die neue Regelung hilft trotzdem, wissen die Freien Wähler. Weil wir natürlich das Ohr auch mit an unseren Bürgerinnen und Bürgern haben. Nur eigentlich gibt's für die schon seit Jahren eine Ausnahmeregel. Mit einer MPU und einer Sondererlaubnis kann man heute schon unter 17 alleine zur Arbeit fahren. Was die Freien Wähler nun eigentlich wollen, das vereinfachen. Denn die Landratsämter legen die Regeln recht unterschiedlich aus. 2018 wurden zum Beispiel im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 8 Streckenführerscheine genehmigt. Im Landkreis Cham 122. Ist es also am Ende gar kein großer Mobilitätswurf für junge Leute, sondern nur ein kleiner Verwaltungsakt? Und könnte es sein, dass damit nur vom eigentlichen Problem abgelenkt wird? Genauso ist es, sagt Mobilitätsforscher Harald Kipke. Ich zwinge sie ja fast dazu, einen Führerschein zu machen und sich ein Auto zulegen zu müssen. Und ich finde also solche Art, auch wenn sie verschlüsselte Zwangsmaßnahmen sind, die sehe ich durchaus immer ein bisschen kritisch, vor allem
weil der Staat ja eigentlich die Aufgabe hat, all seinen Bürgern eine Art Grundmobilität dafür zu sorgen, wie das halt auch in anderen Ländern ist. Aber einen Vorteil hat der Führerschein mit 16. Während der Ausbau des ÖPNV lange dauert und viel Geld kostet, sind neue Vorgaben für Landratsämter schnell geschrieben.